Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft, wie baut man was? Und heute möchte ich euch vier meiner beliebtesten Toilettendesigns zeigen mit unterschiedlichen Funktionen. Und ich würde sagen, wir legen einfach sofort los. So, fangen wir direkt mal an. Wir haben hier schon eine Wand für unsere Beispieltoiletten. Die erste Toilette ist ganz simpel. Wir brauchen nur einen Kessel, eine Treppe dran, einen Quarzblock drauf, Knopf an die Seite, Wasser in den Kessel. Und Trapdoor drauf. Schon haben wir unsere ganz simple Toilette. Das ist die einfachste. Kommen wir zur zweiten Toilette. Die zweite Toilette ist ja ein bisschen aufwendiger mit Waffenständer. Da müssen wir gucken, dass der Kopf ziemlich gerade guckt. Aber zum Demonstrieren reicht das so. Da hauen wir einen Diamantblock, Helm drauf. Nicht Block, sondern einen Diamantenhelm. Machen hier oben eine Pisten hin. Dann brauchen wir natürlich das, was wir im Boden haben. Das wollen wir nämlich in den Waffenständer reinschubsen. So. Jetzt haben wir schon mal Boden unter dem Waffenständer bzw. Rüstungsständer. Und jetzt machen wir noch so eine Treppe da rein. Zack. 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 Trapdoor drauf. Knopf an die Seite. Fertig. Finde ich ganz schön, weil die hier unten dieses Detail vom Rüstungsständer hat. Und hier oben sieht es aus, als wäre Wasser im Pott. Also eine ganze Ecke schöner als dieser, aber auch eine ganze Ecke teurer für den Survival-Modus. Kommen wir zur dritten Toilette. Die dritte Toilette ist auch ein bisschen aufwendiger mit Minecart und dem ganzen Pipapo. Und zwar machen wir erstmal hier hinten machen wir erstmal einen Block hin. So, dann brauchen wir Schienen hier vor und zwar so. Von links nach rechts, nicht auf den Block zeigen. Wir setzen ein Minecart drauf. Dann reißen wir die Schiene ab. Setzen uns nicht rein, sondern machen die Pisten davor. Und davor einen Slab. Oh, jetzt brauche ich doch nochmal den Redstone-Block. Und schieben den Slab einfach in das Minecart. Irgendwie ist das hier ein bisschen verrutscht. Das sollte eigentlich nicht sein. Ja, naja, so ein bisschen. So ist okay. Dann machen wir hier an die Seite uns nicht reinsetzen, sondern eine Eisentür. So, und hier machen wir eine Eisentür und nein. Hier machen wir, Mann. Hier machen wir eine Eisentür. So. Ist ein bisschen knifflig, aber nicht so wild. Dann machen wir unter jede Eisentür lassen wir einen Block da und darunter machen wir eine Redstone-Fackel. Schwupps, schon haben wir alle Türen zu. Können hinten noch einen Block drauf machen. So, noch eine Trapdoor, noch einen Knopf. Oder in dem Fall ein Hebel, wenn man sich setzen möchte. Denn das Coole hieran ist, man kann sich setzen. Und erstmal fett abknütern. So, reicht. Bisschen Verstopfung hier. Finde ich eigentlich ganz cool, weil man sich setzen kann. Kommen wir zur letzten Toilette. Die letzte Toilette ist auch ein wenig aufwendiger, aber gar nicht viel schwerer. Und zwar, hier kommt die hin. Wir machen erstmal so. Dann machen wir so, so, so. Machen genauso wie hier drüben auch. Darunter alles Redstone-Fackeln. Machen hier noch zwei hoch. Und jetzt ist da eine Überlegung. Wir brauchen erstmal ein Schild. Dieses Schild setzen wir hier innen, nicht hier, wo die Trapdoors sind. Auch nicht da, wo der Boden ist, sondern noch eins tiefer an die Wand. Denn darauf kommt Wasser. Wasser kommt hier, wo der Boden ist. Sehr schön. Und jetzt kann man noch zum Dekorieren Item-Frames nehmen. Die kann man nämlich innen an die Trapdoors machen. Dann sieht das Ganze von außen nämlich recht cool aus eigentlich. Und es hat den Vorteil, man kann hier unten einfach weiter buddeln und schwupps ist man in einem Geheimgang. Oder Geheimraum oder geheim was auch immer. Finde ich ganz cool. Sieht man von oben auch soweit nicht, wenn man das Ganze natürlich verkleidet hat. Aber nach unten ist ein Geheimraum.
Wenn man möchte, kann man natürlich hier noch eine Trapdoor drauf machen und hier wieder einen Hebel hin. Oder man macht einen Knopf hin und sagt, hey, du musst schnell genug springen. Ja, so. Rauskommen ist natürlich schwieriger. An den Knopf komme ich leider nicht. So. Aber als Ausgang kann man ja was anderes bauen. Ich würde sagen, ihr sagt mir mal in den Kommentaren, welche Toilette euch am besten gefallen hat. Die 1, die 2, die 3 oder die 4. Und ich zeige euch, wie die Toilette in einem Badezimmer aussieht. Ich hoffe, ihr habt heute eure Traumtoilette gefunden. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr das ja gerne liken. Wenn er nicht geschehen, könnt ihr auch den Kanal gerne abonnieren. Und ich sage jetzt Tschö mit Ö. Vielen lieben Dank fürs Zusehen.